Der Friede und die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch. Ich möchte da Zeugnis geben und darum sitze ich im Auto, weil es ja nichts Passenderes gibt, als genau zu diesem Thema jetzt im Auto zu sitzen. Und zwar waren wir am Samstag draußen mit einem kleinen Team, haben für Leute wieder gebetet, haben das Evangelium gepredigt und dann sind wir erst einmal zu einer Gruppe von Moslems gekommen, die an der Donau gesessen sind, haben ihnen ein bisschen was über Jesus erzählt, haben bezeugt, dass Jesus nicht nur der Prophet ist, der im Koran steht, sondern Jesus ist der Sohn Gottes und in der Bibel steht drin, Jesus ist Gott selbst, weil Thomas hat ihn ja angesprochen, mein Herr und mein Gott, und Jesus hat es nicht verleugnet oder abgestritten. Ja, das ist natürlich für die Moslems immer so ein rotes Tuch, aber wir müssen es sagen als Christen, weil das ist unser Glaube. Und wir sind davon überzeugt und wir leben einen lebendigen Glauben. Wir glauben an einen Gott, der aufgefahren ist in den Himmel, der lebt. Wir leben jeden Tag Wunder wirklich und unser Gott lebt und es passieren echt die tollsten Dinge. Und wir beten nicht zu einem Gott, der gestorben ist und da, wo die Knochen jetzt noch irgendwo in einem Grab liegen, sondern das Grab Jesu Christi ist leer und er tut Dinge im Himmel, damit wir hier seine Werke tun können. Ja, dann sind wir halt losgezogen, nachdem wir mit den Moslems geredet haben, eine Zeit lang, gingen wir weiter. Da kamen wir dann eben zu einer Frau, die gerade Strafzettel verteilt hat. Also eine Politesse, so eine Verkehrsüberwachungsmitarbeiterin. Genau. Und ich hatte den Eindruck, dass die irgendwo Schmerz im linken Bein hatte und wir sind dann auch hingegangen, haben eine Zeit lang überlegt, soll ich jetzt hingehen oder nicht. Das ist jetzt der Eindruck von Gott, aber ich habe dem einfach geglaubt, ich bin hingegangen, haben einen Smalltalk gemacht am Anfang, habe sie gefragt, was das jetzt kosten wird, wenn das jetzt mein Auto ist. Und dann hat sie gesagt, ja, das kostet 55 Euro, weil das Auto ist nämlich ohne Ausweis als ausgewiesener Schwerbehinderter auf einem Schwerbehindertenparkplatz gestanden. Das kostet dann ein bisschen mehr. Ja gut, ich habe dann gesagt, das Auto kehrt nicht uns. Und habe dann auch irgendwann gesagt, dass wir denken, dass sie Probleme hat im linken Bein. Dann hat sie ganz verwundert geschaut, dass sie sagt, woher wir das wissen. Dann habe ich gesagt, ja, also Jesus, wir glauben an Jesus. Jesus hat mit uns gesprochen, hat uns das gesagt. Und wir denken, dass wir Jesus' Stimme hören, durch das, was wir seine Nachfolger sind. Und wir werden einfach, wir gehen auf die Leute zu und sagen den Leuten einfach das, was wir glauben, was Gott uns sagt. Dann hat sie gesagt, ja, das stimmt wirklich. Also sie hat dann gesagt, also sie hat tatsächlich Schmerzen im linken Bein, es zieht sich so von der Wirbelsäule runter. Allerdings auch Knieschmerzen, sie hat an beiden Knien auch Probleme und sie hat gemeint, das müsste ja schon lange mal operiert werden. Und haben wir gesagt, ja, wir können ja dafür beten. Dann haben gleich die zwei, die in meinem Team dabei waren, die Hände aufgelegt bei den Knien an der Wirbelsäule, haben gebetet ein paar Mal und danach war die Frau wirklich schmerzfrei. Also die war wirklich angerührt, die war total auch freudig, hat gelacht, wir haben echt ein gutes Gespräch gehabt und ja, vor allem waren die Schmerzen weg. Also ich habe gesagt, das gibt es ja nicht. Ich, doch, Jesus zeigt den Leuten, die an ihn glauben, wer Schmerzen hat. Und wenn er das zeigt, ist es meistens auch so, dass er was tun will. Und wir haben halt noch ein bisschen geredet und dann haben wir die Karte gegeben von uns, damit sie die Kontaktdaten hatte. Und wir hoffen jetzt, dass sie sich noch meldet. Weil es geht ja nicht nur darum, dass sie geheilt wird, sondern dass sie wirklich Jesus als ihren Retter und Erlöser annimmt, als ihren Herrn, der für sie gestorben ist. Wir gehen ja auch nicht nur rum, um einfach nur Heilungstourismus zu betreiben, sondern wirklich das Evangelium zu predigen und damit die Leute erkennen, dass Jesus mit seinem Leib und seinem Blut für uns gestorben ist. Er hat sich ja hingegeben, ist aufgefahren in den Himmel und ihm ist gegeben alle Macht und er hat gesagt, geht hin und macht alles, also alle Kreatur, predigt das Evangelium und macht alle Völker zu Jüngern. Und das ist ja eigentlich der Sinn, warum wir rumgehen. Aber meistens ist es auch so, dass einfach die Leute geheilt werden am Anfang. Das ist der Einstieg. So war es auch bei Jesus. Der hat auch zuerst die Leute geheilt und dann hat er das Evangelium gepredigt. Ja, wir sind dann noch weitergegangen. Kurz danach haben wir noch eine Frau aus Bulgarien getroffen. Die hat sichtlich gehinkt. Also die hat auf der rechten Hüfte wirklich ein Problem gehabt. Da sind wir dann zu der noch schnell rüber, auf die andere Straßenseite. Haben mit ihr geredet, haben erzählt von Jesus. Das war dann eher so eine Verständigung mit Händen und Füßen, weil sie einfach Bulgarisch geredet hat und wir konnten halt die Sprache nicht. Und ja, es hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass sie sogar wiedergeboren war, dass sie im Wasser getauft war und dass sie also in Sprachen, also in neuen Zungen geredet hat.
Und dann habe ich gesagt, ja, warum ist sie dann eigentlich krank? Also so, so können wir ja beten, damit sie gesund wird. Und dann hat sie gesagt, ja, Gott wird dann schon heilen, wenn er will. Und das ist halt einfach das, was uns so traurig stimmt immer, dass die Leute glauben, auch wenn sie wiedergeboren sind, dass sie keine Macht haben, dass nur Gott allein heilen kann. Gott heilt auf alle Fälle. Aber er hat uns, den Nachfolgern Jesu Christi, gesagt, dass wir die Hand auflegen sollen, damit seine Macht wirken kann durch uns. Und das ist einfach das, was die Leute lernen dürfen, ja. Auch selbst wiedergeborene Christen, die im Wasser getauft sind und im Heiligen Geist, dürfen das lernen. Auf alle Fälle war sie dann offen, wir haben die Hände aufgelegt, haben gebetet und es war merklich besser, wie sie dann von uns weggegangen ist. Also sie war wirklich, total erfreut. Und wir haben dann gesehen, dass sie ist in eine andere Gasse abgebogen, wir sind geradeaus weitergegangen, dass sie beide Hände hochgerissen hat, wie sie dann allein war. Ich habe es noch ganz kurz gesehen, aus dem Augenwinkel hat echt Gott gepriesen für die Heilung, also es war wirklich eine sehr schöne Begegnung. Wir hoffen, dass Gott da weiterhin auch bei ihr wirkt. Wir haben ja auch die Kontaktadresse gegeben, schauen wir mal, vielleicht meldet sie sich. Dann sind wir weiter, dann haben wir noch einen Angler getroffen, dem haben wir dann erzählt, dass wir Fische angeln, dass wir keine Fische angeln, sondern Menschen. Da war er dann auch total überrascht, er sagt, was ist das, wie geht das? Dann haben wir ihm erzählen können, das Evangelium, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat, um nicht Fische zu fangen, sondern Menschen zu fangen. Also Menschen zu fischen für das Himmelreich Gottes auf Erden. Halleluja. Ja, der war total überrascht und war auch erfreut, war offen. Wir haben ihm ein bisschen was erzählen können. Also der hat jetzt keine Schmerzen und nichts. Wir haben nicht gebetet für ihn. Und nach einiger Zeit haben wir uns dann verabschiedet, haben ihm auch eine Karte gegeben. Er war wirklich interessiert. Wir hoffen, dass er sich die Homepage anschaut und die Videos. Danach haben wir noch eine junge Frau getroffen mit ihrer Tochter. Die hatte seit Jahren Schmerzen an der rechten Schulter und man hat gemerkt, wenn man hingelangt hat an die rechte Schulter wieder, dass sie wirklich entzündet war. Die war wirklich heiß. Wir konnten auch für sie beten. Sie wollte das auch. Und nach ein paar Mal Gebet ist wirklich, man hat gemerkt, dass die Entzündung weggegangen ist. Also besser gesagt, die Hitze hat abgenommen in diesem Schultergelenk und die Schmerzen waren auch merklich besser. Auch ihr haben wir danach noch eine Karte übergeben. Wir hoffen, dass die sich auch meldet. Ja, und dann haben wir noch mit einem geredet im Rollstuhl, einem Multiple Sklerose-Kranken. Dem haben wir erzählt, dass Jesus auch Multiple Sklerose-Kranke heilt. Das ist auch bei meinem Freund passiert. Wir haben einmal für ihn gebetet. 1,5 Stunden lang wirklich hart gebetet und dann hat es einen Stromschlag gegeben und dann war der wirklich frei. Und das haben wir ihm auch so erzählt. Wir hoffen, dass sich der auch meldet dann. Und ja, dann haben wir noch eine größere Familie getroffen, wo ein Mann einen Bandscheibenvorfall hatte, aber da waren ein paar Familienmitglieder dagegen, dass wir für ihn beten. Schade, aber wir haben auf alle Fälle erzählt, dass Jesus lebt und dass er ihn heilen möchte. Vielleicht treffen wir die auch wieder mal. Auf alle Fälle war das ein sehr interessanter Nachmittag und wir waren wirklich, wirklich sehr berührt, was Gott getan hat und wir sind davon überzeugt, dass Gott noch viel, viel, viel mehr machen will. Wir brauchen bloß viel mehr Geschwister im Glauben, die rausgehen. Also Jesus sagt, wir sollen beten, damit mehr Erntearbeiter von Gott in die Ernte geschickt werden. Und das müssen wir echt alle tun. Also die Ernte ist reif. Wir sehen es immer wieder, die Leute draußen, die sind krank, die suchen, die sind einsam, sie sind frustriert, sie sind in Süchten. Und die können einfach alles, was es in der Welt gibt, die können nicht befriedigt werden. Nur Jesus kann in sie reinkommen, der Heilige Geist, und kann sie befreien. Und dafür sollen wir auf die Straße gehen. Dafür müssen wir das Evangelium predigen. Und das ist unsere Aufgabe. Deswegen tut es, seid mutig und unverzagt. Und Gott wird euch immer begleiten mit Zeichen und Wundern, so wie wir es auch erleben. Tut es einfach, geht raus. Seid euch sicher dessen, dass Gott euch liebt. Gott mit euch redet, dass er euch führt und dass ihr die richtigen Leute trefft. Er wird alles mit euch, was er vorbereitet hat, durchleben. Die Werke, die er für euch vorbereitet hat, die müssen wir einfach tun. Aber wir müssen gehorsam sein und offene Herzen, Ohren und offene geistliche Sinne haben, damit wir das erkennen, was Jesus für uns schon vorbereitet hat. Also seid mutig und unverzagt und Servus aus Niederbayern.